Wunderbar. Eine Kaffeekanne. Genau. Was können Sie uns dazu erzählen? Wir gehen sehr gerne über Flohmärkte und schlendern dort ein wenig durch die Reihen. Und mir fallen des Öfteren ein paar Kaffeekannen auf. Ich sammle sie deswegen mittlerweile. Entweder durch ihre Form. Also ich finde, das ist eine sehr schöne klassische Form mit ihrem Bauch. Wie man wahrscheinlich, wenn man ein Kind fragt, mal eine Kaffeekanne, das doch als typisches Bild sehen würde. Und auch ihre Farbe hat mich sehr überzeugt, dieses helle Blau und schlichte Design, sodass sie auch heute noch in meiner bisher um die 20 Kaffeekannensammlung doch auch heraussticht. Es gibt ja nicht sehr viele Farben, kann mit dieser Farbe, und ich sie sehr lieb gewonnen habe dadurch. Und Sie unterstützen das? Ich unterstütze das natürlich und habe da auch schon Platz hergerichtet, wo die denn schön präsentiert werden. Aber die werden nicht nur präsentiert, die werden teilweise auch genutzt. Ha, wenn man sich dann so mit den Nachbarn und Freunden zum Kaffee trifft, und dann gibt es halt verschiedene Kaffeekannen und Sammeltassen. Auch Sammeltassen. Es wird dann immer rotiert, immer mal eine andere Kanne, und so ist es auch in Gebrauch. Also nicht nur schön anzusehen, sondern auch Gebrauchsgegenstand. Nochmal zu der Kanne zurück. Wissen Sie noch, was Sie dafür bezahlt haben? Ja, also wir haben überlegt, 5 oder 7 €. Also es waren keine 10. Also. Jetzt wollen wir zuerst mal schauen, was man sonst noch so dazu sagen kann. Haben Sie sich damit mal beschäftigt? Hier steht ja was drauf, Oskar Schlegelmilch. Ja, das müsste auch eine thüringische Manufaktur sein, in der Nähe von Ilmenau, die allerdings bis Ende der 70er, glaube ich, bis produziert hat. Genau. Das ist Oskar Schlegelmilch, ist in Lange Wiesen und fängt an Ende des 19. Jahrhunderts, in den 1890er Jahren, hat aber diese Marke mit dem L und der Krone oben drüber, für Lange Wiesen natürlich das L, so ab 1930, 30er Jahre. Haben Sie jetzt eine Ahnung? Sie sind beide einfach viel zu jung. Für Sie ist das eine Antiquität. Haben Sie eine Ahnung von wann die ungefähr sein könnte? Also ich schätze, aufgrund der Farbgebung der Form eher so in die 50er Jahre einzuordnen. Ganz typisch. Ein ganz typisches Stück der 50er Jahre mit einem gespritzten Fond, mit durchaus mit ausgekratzten weißen Strichen aus dem Fond und mit einem Pinselstich ganz einfach mit diesen dunkleren graublauen Stichen dazugesetzt. Aber es ist eine richtig klassische 50er Jahre Angelegenheit. Der Krieg ist nicht lange her. Gold ist teuer. Gold macht es auch teuer, das sparen wir schon mal weg. Aber trotzdem hat man so eine neue Sachlichkeit. Also nicht viele Schnörkel und so weiter, sondern wir sind modern. Und das zeigt auch diese Kanne durchaus. Das freut mich ungemein, dass sich wirklich junge Leute damit befreunden und befassen und dass sie so etwas in ihre Sammlung aufnehmen. Und das, was Sie bezahlt haben, ist absolut korrekt und richtig. Wenn Sie Glück haben und Sie finden begeisterter Herrn wie den Herr Witwer, dann kann der auch mal 40 oder 50 Euro dafür geben. Nicht? Tue ich nicht, ich komme lieber mal zum Kaffee vorbei. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ist das ein gemeinsames Hobby? Das Kaffee kann sammeln? Es ist zu einem solchen geworden. Ich habe damit angefangen und ihn quasi damit angesteckt. Und dadurch, dass wir auch gemeinsam den Kaffee daraus trinken, ist es doch so, dass er auch Mitsprache hat, ob die Kanne jetzt nun ihm gefällt oder ob es doch eher nicht so das schöne Stück ist. Also er hat mehr so die Vorliebe für das dunkle Porzellan. Wir haben auch einige Stücke in ganz schwarz, was ich persönlich nicht ganz so schön finde. Ich stehe dann doch mehr auf die pastelligen Töne. Ich wünsche Ihnen für Ihr Leben noch ganz viel gemeinsam gekaufte Kaffee. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.